Alles muss festgehalten und dokumentiert werden, denn für Christoph Babinski ist es ein ganz besonderer Moment. Der von seiner Firma entwickelte Glasboden zum ersten Mal bei einem Spiel der Basketball-Bundesliga im Einsatz. Ein toller Abend für ihn und seine Crew. Ich glaube, mehr als die Hälfte der Mannschaft ist hier heute. Die Leute haben sich alle entschieden, in ihrer Freizeit herzukommen. Ich glaube, wir sind alle unglaublich stolz. Das bin nicht nur ich. Was auf den ersten Blick aussieht wie ganz gewöhnliches Parkett, ist in Wirklichkeit ein Full-LED-Glasboden, auf dem sich die Spieler problemlos bewegen und fast so wie bei der erfolgreichen WM performen können. Bonga zu Obst und der mit dem Dreier. Alles wie immer, Andi Obst macht einfach sein Ding, keinerlei Einschränkung durch den anderen Untergrund zu spüren. Und der Boden freut sich bei erfolgreichen Würfen auch noch optisch mit. Ich fand ihn sehr cool, also ich mag den Boden sehr. Die ersten Tage war man erstmal ein bisschen skeptisch, aber es ist bei jedem Boden so, weil man erstmal auf den Boden so einspielen muss. Aber war direkt, ich fand ihn jetzt echt cool und könnte mich dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Dafür hat sich das Team um Christoph Babinski im oberbayerischen Stein an der Traun mit der Entwicklung des Glasbodens die letzten Jahre ins Zeug gelegt und will mit seiner Erfindung in völlig neue Dimensionen des Hallensports vordringen. Ein kleiner Vorgeschmack ist dann während der Halbzeitpause zu sehen und die Show kommt an, der Boden als Teil des Unterhaltungsprogramms für die Fans. Mega geil, ultra nice einfach. Spektakulär, vor allem bei den Freiwürfen, wenn dann auch die Farben wechseln. Allein, dass die Linien da nicht draufgemalt, sondern eingeblendet werden, das sieht so krass aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Auch gerade in der Halbzeitshow hat man gesehen, was der jetzt kann und dass es eine schöne neue Technik ist und Innovation, die auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Ich finde ihn gigantisch. Ich möchte ihn auch für mich zu Hause haben. Das kann Christoph Babinski wohl nicht ermöglichen. Bei Kosten, die sich über 1 Million Euro bewegen sollen und ohne Sponsorengelder kaum zu finanzieren sind. Dennoch soll das Spektakel von München keine einmalige Angelegenheit sein und Basketball bald überall auf Glasboden gespielt werden. Mein Plan ist es ganz klar, allen 18 Bundesliga-Clubs diesen Bogen zur Verfügung zu stellen und wir wissen, wie wir daran arbeiten können. Zumindest wäre jetzt der erste Schritt gemacht und in München hat am Ende auch der Glasboden gewonnen.